Ja, meine Damen und Herren, liebe Itzenbacherinnen und Itzenbacher, ich darf Sie begrüßen zur 10. Folge des Bürgermeister-Podcasts. Und heute geht es um das Thema Arbeitsplatzentwicklung in Itzenbach 2021. Wie stellt sich das zum letzten Jahr hin dar? Ja, und die wichtigste Zahl, die ich heute für Sie mit dabei habe, im Gepäck dabei habe, ist diese hier, 13.315. Das ist nämlich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze hier bei unserer Stadt. Und das ist ein Höchstwert. Ja, wenn wir mal gucken, wie war denn das vor der Pandemie 2018, 2019? Da hatten wir immer so 13.050, 13.070. Jetzt sind wir tatsächlich auf 13.315 angestiegen und das sogar noch in Pandemiezeiten. Das ist eine positive Entwicklung der Wirtschaft hier an diesem Standort, die wir daraus ableiten können. Nun, wie setzt sich diese Zahl zusammen? Ja, wir haben einerseits die Arbeitsplätze und die Einwohner, die hier wohnen und arbeiten, 2530. Ja, da habe ich ein Interesse, dass diese Zahl zunimmt, dass sie steigt. Das hängt mit unserer Infrastruktur zusammen. Da brauchen wir natürlich Wohnraum und da brauchen wir Kita-Plätze, Schulplätze und so weiter. Ja, interessant noch für Sie die Anzahl der Einpendler und der Auspendler. Hier haben wir ein positives Saldo zu verzeichnen. Wir haben nämlich mehr Einpendler, 10.758 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tagtäglich zu uns nach Itzenbach kommen. Warum? Weil es hier attraktive Arbeitsplätze gibt. Also das spricht für die Unternehmen, die hier am Standort angesiedelt sind, für die Mischung, für den Mix. Da komme ich gleich noch drauf. Ja, die Anzahl der Auspendler, 9.860. Das ist nicht verwunderlich, dass in einer Metropolregion in dieser Größenordnung Itzenbacher und Itzenbacher nach Frankfurt, nach Offenbach und sonst in andere Kreiskommunen auspendeln, um dort zu arbeiten. Und wenn wir uns mal gucken, wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Herr Kritsch, unser Wirtschaftsförderer, ist ja seit 10 Jahren hier in der Kreisverwaltung, feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Und als er kam, hat er referenziert auf das Jahr 2008. Ja, und er monitort das von Jahr zu Jahr. Und da können wir eben ein Wachstum von 22,2% verzeichnen. Ja, und die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, auch die sind enorm gewachsen, nämlich um 16%. Ja, wenn Sie mich fragen, wie war das jetzt gegenüber Vorjahr, ja, also im Vorjahr von 20 nach 21, dort ist die Anzahl mit über 520, genau 526 Arbeitsplätzen, mit 4,1% gewachsen. Und das ist Platz 2 im Kreis Offenbach. Also auch unser Vorjahreswert ist vorbildlich und bemerkenswert. Nun, das ist mal so eine Aufteilung, eine Sortierung nach den Wachstumsbranchen. Also wo ist dieses Wachstum verteilt, wo kommt es her? Da ist einmal zu nennen das Baugewerbe mit einem Plus von 612 Arbeitsplätzen gegenüber dem Jahr 2008. Gesundheit und Sozialwesen wächst stark. Information und Kommunikation, das verwundert nicht, weil die Digitalisierung eben weiter fortschreitet und voranschreitet. Das wird auch in Zukunft so sein. Erziehung und Unterricht, ja, das ist bei uns in Itzenbach eben auch besonders stark. Wir haben die Rudolf-Steiner-Schule hier am Standort, wir haben den Montessori-Campus hier am Standort als Stichwort und natürlich die ganzen staatlichen Schulen unserer Einwohnerstruktur. Wir sind eine sehr junge Stadt, wir haben sehr viele Jugendliche und damit eben auch sehr viele Schulen. Ja, verarbeitendes Gewerbe, ja, an Position 5, da komme ich noch gleich drauf zu sprechen, wenn wir über die Arbeitsplatzstruktur 21 uns mal Gedanken machen, wie sind die Unternehmen sortiert nach ihrem Prozentsatz am Gesamten. Ja? Und da landen wir bei dieser Folie. Wir haben im Handel, ja, im Handel, Instandhaltung, Reparaturen, Kfz, ja, 23,1%. Allein 3.066 Arbeitsplätze sind hier in der Position 1 untergebracht. Ja, das sind natürlich unsere Autohäuser, die wir hier am Standort haben. Verarbeitendes Gewerbe mit 13,9%. Ja, das ist sehr erfolgreich oder sehr erfreulich, ein hoher Wert. Da ist die DVS Group
Pidla zu nennen als größter Player am Standort. Da ist auch die Firma Martin in der Martinstraße zu nennen. Herr Martin ist seit vielen Jahren Unterstützer unseres Ditzenbacher Boxprojekts und nimmt aus dem Boxprojekt auch immer wieder Auszubildende in seiner Firma auf. Das finde ich immer sehr, sehr löblich. Öffentliche Verwaltung 11,4%. Das ist die Kreisverwaltung, die hier zu Buche schlägt. Baugewerbe dann im Mix. Sie sehen, obwohl Wachstumsbranche, dann doch gut ausgemittelt. 8,4%. Verkehr und Lagerei 8,1%. Und Informations- und Kommunikationswirtschaft 7,2%. Das sind unsere Unternehmen hier am Standort, Controlware Expertise hier zu nennen. Nun, wie geht es weiter in den Folgejahren? Ich habe ein großes Interesse, dass diese positive Entwicklung auch so weitergeht. Und die Zeichen dafür sind sehr positiv. Wir werden sehr darauf achten, dass die Restflächen, die wir noch haben, immerhin 100.000 Quadratmeter, dass wir die mit Qualität vergeben. Ja, und was meine ich mit Qualität? Also erstens ist es wichtig, dass die Firmen ihren Firmensitz in Dietzenbach haben, weil nur dann sind die Firmen gewerbesteuerpflichtig und das tut dem Stadtzettel gut. Zweitens die Anzahl der Arbeitsplätze. Es wird nicht mehr damit getan sein, dass wir Grundstücke einfach nur zu verkaufen, sondern wir müssen auch gucken, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. In der strategischen Zielplanung gibt es diesen Wert pro 1000 Quadratmeter 10 Arbeitsplätze und wir werden darauf achten, dass das auch wirklich eingehalten wird. Und drittens müssen wir auch gucken, welche Arbeitsplätze kommen hier an den Standort. Da setzen wir auf qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, produzierendes Gewerbe. Das wird uns die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren verbessern. Und dann Punkt Nummer 4, Nachhaltigkeit. Wir werden schon auch gucken, dass es die Firmen ernst meinen mit der Klimaanpassung, dass sie es ernst meinen mit dem Naturschutz. Und woran sieht man das? An der Art und Weise, wie sie bauen. Ja, die funktionell, oder lassen Sie es mich so sagen, die kostenoptimierten Funktionsbauten der Vergangenheit aus dem letzten Jahrhundert, die gehören der Vergangenheit an. Wir werden ein Augenmerk darauf richten müssen, sind denn in puncto Nachhaltigkeit Kriterien erfüllt, wie Photovoltaikanlage, Gründächer, Fassadenbegrünung, generell Begrünung des Firmengeländes. Das sind wichtige Faktoren für die Zukunft. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Arbeitsplatzentwicklung in Ditzenbach geht voran und bis zum nächsten Mal.